Ja, wir starten jetzt quasi mit unserer anderen mit unserer zweiten Kundgebung, unserer ersten Zwischenkundgebung. Nochmal für alle, die uns quasi nicht kennen oder die nicht mit uns hier angekommen sind. Wir sind hier heute auf der Straße gegen Polizeigewalt und rechte Strukturen und natürlich dadurch auch gegen rechte Strukturen innerhalb der Polizei. Wuppertal hatte auch seine ganz eigene Geschichte, muss man dazu sagen. Seit vielen, vielen Jahren werden hier die 1. Mai-Demos kriminalisiert, aber nicht nur die, sondern auch viele andere linke Aktionen. Dazu werden wir heute noch verschiedene Redebeiträge hören. Als allererstes hören wir jetzt allerdings einen Redebeitrag, der quasi die spezifische Situation der Polizei in Wuppertal noch mal ein bisschen erläutert und erklärt. Genau, viel Spaß dabei. Ja, hallo, guten Abend. Seit Jahren erleben wir in Wuppertal eine von Hass auf Linke erfüllte Polizei. Dabei stechen einzelne Beamte zwar besonders hervor, worauf wir später noch kommen, doch spätestens seit dem Amtsantritt von Markus Röhrl und den Gesetzesverschärfungen von 2017, 2018 erleben wir ein systematisches Vorgehen gegen linke Strukturen und als anders markierte Menschen, zum Beispiel sogenannte Clans. Rücksichtslos wird auf das Vernichten von Existenzen unliebsamer Menschen gesetzt. Ein falsches Wort oder der falsche Nachname reicht aus und Menschen sind nach Begegnungen mit der Polizei wegen nichtiger Anlässe schwer verletzt oder sehen sich mit heftigen Anzeigen, die jeglicher Grundlage entbehren, konfrontiert. Das Mittel der Wahl ist dabei immer wieder eine Anzeige wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Darauf steht bekanntlich seit 2017 eine Freiheitsstrafe von mindestens 3 Monaten. Ganz egal, wie die Menschen sich verhalten haben, gerät man in die Fänge der Wuppertaler Polizei, muss man mit gesundheitsgefährdenden und existenzbedrohenden Konsequenzen rechnen. Diese krasse Täter- und Opferumkehr ist nicht nur für die betroffenen Menschen schwer belastend, sondern auch als Drohung zu verstehen an jeden kritischen Menschen, damit eben auch eine Gefahr für die gesamte Gesellschaft. In der gesamten Republik ist die Wuppertaler Einsatzhundertschaft für ihre Brutalität berühmt-berüchtigt und das unter dem Denkmantel, dass immer die anderen zuerst zugeschlagen haben. Wie oft in solchen Fällen reicht die Tatsache, dass ein Mensch im Moment des Zugriffs nicht unmittelbar erschlafft oder zu einer bewegungslosen Puppe wird. Denn genau das wird erwartet. Ein geradezu preußischer Untertanengeist, der den Menschen in einen Zustand absoluter Emotions- und Willenslosigkeit versetzt, sobald man in direkten Kontakt mit einer Uniform kommt. Dabei weiß jeder Mensch, der in einer solchen Situation schon einmal war, dass eine absolut unwillkürliche und menschliche Reaktion ist, einen Arm wegzuziehen, wenn er gequetscht wird, sich loszureißen, wenn man von hinten abgegriffen wird und festgehalten wird, sich zu winden, wenn jemand einen das Handgelenk verdreht und dass es sich würdelos anfühlt, autoritären Befehlen nachzukommen. All diese wahrscheinlich zum Überleben notwendigen Reflexe muss ein Mensch abstellen, sobald er mit der Polizei konfrontiert ist. Wenn nicht, droht eine Verurteilung nach § 113 oder gar 114 StGB. Das ist die Justiziabilität völlig natürlichen, reflexhaften menschlichen Verhaltens. Das unter Strafe stellen trifft natürlich nur diejenigen, die überhaupt erst mit Polizeiübergriffen oder einer Festnahmesituation konfrontiert werden. Das heißt, es wird überhaupt nicht als Problem wahrgenommen von denjenigen, die in der Regel solche Situationen nicht hineingeraten. So kommt es auch, dass in seltenen Fällen, in denen brave Angestellte, Universitätsprofessoren oder Jobcenterleiter in eine solche missliche Lage geraten und wegen Widerstand angeklagt werden, die Empörung groß ist. Es wäre schön, wenn diese empörten Leute begreifen würden, dass solche Übergriffserfahrungen einschließlich anschließender Verurteilung für viele Obdachlosen, unangepasste Jugendliche, Linke, Punks, POCs, insbesondere aber männliche migrantische Jugendliche beinahe zum Alltag gehört. Anlass der heutigen Demonstration sind Urteile in den Verfahren zum 1. Mai 2018. Der gesamte Polizeieinsatz an diesem Tag war ein rechtswidriger Angriff auf linke Strukturen.
Die seit Jahrzehnten am 1. Mai stattfindende Demo der Autonomen wurde an diesem Tag ohne ersichtlichen Grund von der Polizei auf dem Platz der Republik eingesperrt, was versammlungsrechtlich nicht zulässig gewesen wäre. Aber die Wuppertaler Polizei unter Markus Röhrl verfolgt ihre ganz eigene Politik. Es gibt einen politischen Willen, Menschen für ihre Einstellung zu bestrafen. Hier geht es nicht um Strafverfolgung, sondern um Politik. Eine linke Demonstration, die seit Jahrzehnten läuft, wird nicht nur in ihrem Ablauf gestört, sondern in ihrem Verlauf werden Menschen zur Zielscheibe von freidrehenden Cops. Und das ist nur die Spitze des Eisbergs. Nur 2 Wochen nach dem Angriff auf die Autonome 1. Mai-Demo 2018 lauerten 8 Polizisten einem Besucher des AZs auf dem Nachhauseweg auf und schlugen ihn zusammen. Um ihr brutales Vorgehen im Nachhinein zu rechtfertigen, erhielt der Mensch eine Anzeige wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Ein Vorgehen, das leider Schule machen sollte. Nur einen Monat später, auf dem Ölbergfest, schlug die Polizei den gleichen Menschen krankenhausreif, weil er sich solidarisch mit einem anderen von der Polizei durchsuchten Menschen zeigte. Das brachte dem schwer am Kopf verletzten Menschen nicht nur einen Aufenthalt im Krankenhaus ein, sondern auch die nächste Anzeige wegen Widerstand. Am selben Tag nahm die Polizei übrigens den Leiter des Wuppertaler Jobcenters fest. Ebenfalls, weil dieser angeblich Widerstand geleistet hat. Ein Vorfall, der breite öffentliche Empörung auslöste, weil das brutale Vorgehen diesmal keinen prekarisierten Menschen getroffen hat. Immer wieder ist es das gleiche Muster. Einzelne Beamte reagieren in ihrem autoritären Wahn vollkommen über und das Verhalten im Nachhinein zu rechtfertigen, heißt es dann Widerstand oder gar tätiger Angriff. Dazu noch 2 besonders krasse Fälle aus diesem Jahr. Freitagnacht im Frühjahr. Eine Gruppe Jugendlicher ist gut gelaunt auf dem Weg von einer Party zur nächsten. Weil sie dabei blöderweise in der Nähe des AZ durch die Wuppertaler Notstadt laufen, werden sie plötzlich umringt von zig martialisch ausgestatteten Cops samt Hunden. Der Vorwurf? Angebliche Ruhestörung. Ein Witz reicht aus und die erste Person wird in Gewahrsam genommen. Als ein anderer Mensch daraufhin kritisch nachfragt, was das solle, wird er von hinten auf den Boden geschubst, verletzt sich dabei im Gesicht und beginnt ebenfalls den Rest der Nacht blutend in Polizeigewahrsam. Was waren die Folgen davon, ja? Eine Anzeige wegen Widerstand und Gefangenenbefreiung für den Menschen, der es gewagt hatte oder den Fehler gemacht hat, sich von der Polizei schwer verletzen zu lassen. Am 1. Mai dieses Jahr wird ein Mensch festgenommen, weil er sich solidarisch mit anderen Menschen in einer Polizeikontrolle zeigte. Die Person wird sitzend verhaftet und leistet trotz des absurden Vorgehens der Polizei keinerlei Gegenwehr. Nachdem der Mensch mit Schmerzgriffen in einem Polizeiwagen verfrachtet wird und den Rest der Nacht in Gewahrsam verbringt, erhält er danach Post. Natürlich, eine Anzeige wegen Widerstand. Das angebliche Vergehen? Er hat während der Festnahme den Arm angespannt. An den meisten dieser Vorgänge und in vielen weiteren brutalen Übergriffen in den letzten Jahren war ein uns bekannter Einsatzleiter beteiligt. Und zwar Patrick Krötecke. Mehrmals berichten Menschen, die in Kontrollen mit ihm geraten sind, über Beleidigungen. Er macht auch keinen Hehl aus seiner Position, denn er sagt offen, er macht der linken Szene in Wuppertal den Gar aus. Dessen ganz persönlicher Eifer im Kampf gegen Linke hätte sich allerdings vor einigen Jahren beinahe schon einmal tödlich für einen Menschen geendet. Vor mehr als 5 Jahren, im April 2015, kam es vor dem AZ zu einem beinahe tödlichen Messerangriff von 3 Nazi-Hooligans auf einen Antifaschisten. Die Rettungssanitäter
hatten bereits mit der Notversorgung des Schwerverletzten im Flur des AZ begonnen, als die eintreffende Polizei sie von dem Verletzten weg aus dem Haus zurückbeorderte. Auf die Frage, ob sie sich bedroht gefühlt hätten, antworteten dieser die Täter vor Gericht deutlich mit Nein. Sie seien im Gegenteil sofort ins Haus gebeten worden und zu keiner Zeit an der Behandlung des Verletzten behindert worden. Das Verhalten der Polizei könnten sie sich nicht erklären. Die Polizei schleifte den schwerverletzten Menschen dann aus dem Flur auf die Straße. Erst dort konnte die Versorgung fortgesetzt werden. Und nur mit Glück hat dieses Vorgehen den Menschen nicht sein Leben gekostet. Einsatzleiter an diesem Abend war Patrick Grötecke. Auch schon 6 Jahre her ist der Polizeieinsatz auf der Marienstraße 41, wo unter Leitung von Patrick Grötecke sehr junge, minderjährige Menschen mit gezogenen Pistolen und unter Anwendung brutalster Gewalt und Mittel aus einem Haus geräumt wurden. Das geschützte Eigentum steht übrigens immer noch leer. So viel zur Gegenwart. Also, jetzt kommen wir zurück zur Gegenwart. In diesem Jahr war es die Einheit von Patrick Grötecke, der den völlig eskalierenden Polizeieinsatz am 1. Mai zu verantworten hat. Bis zum Schichtwechsel, 19 Uhr oder so, 18, weiß nicht, wann habt ihr Schichtwechsel? War es ein ruhiger Tag, wir hatten ein dezentrales Schusterplatzfest, alles war cool. Dann kippte die Stimmung mit dem Eintreffen von Grötekes Einheit. Plötzlich wurden Menschen kontrolliert und schikaniert, weil sie angeblich nicht an die Auflagen der Corona-Verordnung hielten. Kleine Kindern wurde angedroht, dass ihre Eltern in Gewahrsam genommen werden und dass sie in die Notbetreuung kämen. Als sich daraufhin schockierten Anwohner sammelten, eskalierte die Polizei weiter, indem ohne Vorwarnung einen ihnen in den Weg stehenden Radfahrer brutal vom Rad schubste und auf den Boden fixierte. Der Mensch schrie dabei vor Scherzen, worüber sich die umstehenden Menschen natürlich empörten. Das führte wiederum dazu, dass insgesamt 3 von diesen empörten Menschen aus dem Nichts festgenommen wurden. Für alle Festgenommenen gibt es mittlerweile heftige Anzeigen, unter anderem wegen Widerstand und Gefangenenbefreiung. Später am Abend kam es noch zu der eben schon angesprochenen Festnahme, also wo der Mann auf dem Boden saß mit dem Arm, ja? Und einer weiteren Anzeige wegen Gefangenenbefreiung, weil ein Mensch es gewagt hatte, überwältigt vom Handeln dieser Polizei, kurz nach ihrem abgeführten Freund zu greifen. Zumindest diese Anzeige war selbst der Staatsanwaltschaft zu absurd und sie wurde eingestellt. Ebenfalls dieses Jahr, unter Beteiligung von Patrick Grötecke, fand der Polizeieinsatz zum Frauenkampftag am Abend vor dem 8. März statt. Die Polizei schikanierte die Menschen auch hier, wo sie nur konnte, und verteilte unter anderem Anzeigen an die Anmelderin, weil am Lauti ein Transparent mit dem Indymedia-Symbol hing. Eine Rednerin wurde im Nachhinein angezeigt, weil sie in ihrer Rede das Wort, Zitat, Bullenschwein verwendet haben soll. Und später in der Nacht kam es bei einer Party am AZ noch zu einem weiteren Übergriff samt Festnahme, als ein Mensch sich im falschen Moment Kippen geholt hat. All das sind keine Einzelfälle, sondern das gezielte Handeln einer Polizei, für die der Feind links steht. Patrick Grötecke ist nur ein besonders krasser Fall dieser allgemeinen Haltung. Ermuntert vom autoritären Diskurs der letzten Jahre, all den dummen und jeglicher Grundlage entbehrenden Gerede über die zunehmende Gewalt gegen die Polizei, den Gesetzesverschärfungen und Politikern, für die das Verhalten der Polizei nicht schiefgehen kann. Olaf Scholz oder auch Seehofer mit seiner Rassismusstudie oder doch nicht Rassismus in Studie in der Polizei. Wir erleben eine zunehmend autoritär formierte Polizei, die beim kleinsten Widerwort hart zuschlägt,
Law and Order heißt das ausgegebene Motto. Und die Folgen vernichten neben Existenzen immer häufiger auch Menschenleben. Wie am 7. Dezember 2019, als ihr Max in Wichlinghausen erschossen habt. Warum? Weil er Sachbeschädigungen begangen hat, so. Wir sagen Schluss mit dieser Scheiße. Schluss mit einer von Nazis geprägten Institution, der es nicht darum geht, gesellschaftliche Konflikte zu schlichten. Es geht dieser Institution nicht darum, gesellschaftliche Konflikte zu schlichten, sondern im Gegenteil, sie existiert dafür, eine grausame Gesellschaftsordnung gegen ihre Gegner und Verlierer zu schützen. Aber die Frage ist, halten wir an der bürgerlichen Gesellschaft fest, die uns spaltet und diese Spaltung in ihren Institutionen verfestigt? Oder bauen wir auf eine Gesellschaft der Solidarität, in der alle Menschen ohne Angst davor, drangsaliert zu werden, verhaftet zu werden oder erschossen zu werden, verschieden sein dürfen? Wir fordern, solange es keine grundlegende Änderung der Gesellschaft gibt, eine unabhängige Beschwerde- und Kontrollstelle für Polizeigewalt und rassistische Polizeikontrollen. Weg mit den Paragraphen für Racial Profiling und weg mit den Widerstandsparagraphen. Denn eine Opposition zu sein, gerade eine außerparlamentarische, erfordert den Widerstand gegen ein System, das Leid produziert und Menschen voneinander trennt, anstatt gesellschaftlich, also mit allen, zu verhandeln. Patrick Grötecke und all die anderen Täter in Uniform zur Rechenschaft ziehen, den Kapitalismus überwinden und die Polizei überflüssig machen.